Herzlich willkommen zurück, meine Lieben, bei Slay the Spire. Ja, beim letzten Mal haben wir ziemlich missgebaut, indem wir unsere Artefakte nicht richtig eingesetzt haben, aber ich hoffe, es klappt in Zukunft besser. Das Ding hier bringt uns leider rein gar nichts momentan. Emerald können wir spielen. Ja, schmeiß das da rein. Das interessiert mich momentan nicht sonderlich. Wir haben nicht genügend Damage. Dummerweise. Das bringt uns auch nicht... Ich glaube, das hätte keinen Unterschied gemacht. Wir kriegen 20 Schaden reingeballert. Nein, kriegen wir nicht. Wir kriegen nur... Naja, noch eins. Ekelhafter Kampf. So, da ist unser Body Slam wieder. So, ich denke mal, jetzt können wir... Block stacken. So, das macht nur 32 Damage. Hört sich gut an. Ja, das Ding... Das ist nicht so pralle. Also, zuallererst mal... Mach das mal. Ich hätte zuerst das hier... tun sollen. So, und Body Slam geht... auf den da. Okay, nice. So, es kommt irgendwie... Ja, zwei fiese Karten. Deswegen müssen wir den so schnell wie möglich down kriegen. Gib mir eine Karte. 20 Schaden. Okay, das ist eigentlich vernachlässigbar. Interessiert kein Mensch. Klonen. Warum nicht? Stase. Hau den da wieder rein. So weit, so gut. So, jetzt hat er nicht mehr viel. Ich denke, wir kriegen den platt. Nicht wahr? Karte ziehen. Body Slam. Okay, viele Polybeams. Accelerate. Oh, okay, er ist schon tot. Nun denn. Deal 15 Damage. Strength Effects Discard 2 Times. Nein, ist nicht geupgradet. Machen wir nicht. Wir sind langsam ein bisschen low HP. Was ein bisschen doof ist. Dismal Remove Socketed Card. Gain its Gems. Destroy all Gems in Socketed Cards. Warum sollten wir das tun? Remove a card, gain a random gem. Das hört sich gut an. Add gem to a socket. Und zwar würde ich ganz gerne das da wegschmeißen. Play all irgendwas. Oh. Wir können mehr machen. Gem, apply. Ich will den Dorn, das Dorn-Ding hier ranpacken. Oh, wir können mehr machen. Ein Dex. Was ist das andere? Play while vulnerable to all enemies. Das ist sehr gut dafür. Und du machst das. Passt. Das war gut. So, dann gehen wir zu dem Knilch. Elite-Kampf. Und er legt direkt los mit 18 Damage. Fieser Typ.
Fieser Typ. Spiel das. Mach mir eine Karte gratis. Okay, wir können was acceleraten. Das Problem ist... das hätte ich vielleicht früher spielen sollen. Verdammt, wir haben keine defensiven Karten. Ich spiele das jetzt trotzdem. Ah, ich hätte das zuerst spielen sollen. Okay, wir kriegen keinen Schaden. Das ist ja schon mal gut. Haben wir nochmal Glück gehabt? Die Potion hat's gebracht. Slimed. In Ordnung. So, dann würde ich sagen, bringen wir doch mal was in die Stase. Ich will erstmal dich. Und dann bringen wir das in die Stase. Will ich das spielen? Na, warum nicht? Wollen wir den Polybeam klonen? Warum nicht? Das bringt uns jetzt gerade nicht so viel, wobei es bringt das Brace ein bisschen runter. Und wir haben noch zwei Mana. Spielt das und das Ding. Möglichst viel Rüstung haben. Okay, das wird jetzt schön abgewehrt. Genau so muss es sein. Ein Dex. Also, das ist gratis. Das machen wir so oder so zuerst. Dann Karte ziehen. Was wollen wir in die Stase bringen? Tschüss. Hab mich gefreut. So. Dann mehr Karten ziehen und Block hoch, damit auch der Body Slam ordentlich reinhaut. Das können wir auch mal machen. Wenn you draw this, draw another card, schmeiß den weg. Auch kein Mensch. Spielen wir das. Das ist gratis. Polybeam. Oh. War das eine Heilung? Und tot ist er. Wow, okay. Das ging einfach als gedacht. Erhalte jedes dritte Mal, wenn du den Nachziehstapel mischst, zwei Mana. Marktschlüssel und einen Geschicklichkeitstrank. Place Sentry Wave into Stasis. Hm, es ist eine Gratiskarte, von dem her... Warum nicht? Und sie hat Exhaust. Das ist, ich glaube, es ist nicht so schlimm, wenn wir die mitnehmen. So, jetzt ist die Frage, heilen oder nicht heilen? Free action, spend 100 souls, destroy key to gain 1 dexterity. Ja, wir brauchen den nicht. Free action. Dann... ausruhen oder schmieden? Ausruhen. Wir kommen bald zum Boss. Ich will das jetzt nicht dumm riskieren. fight yourself, obtain a rare relic. Heile den TP komplett. Ja, ich denke, das ist... wir machen das. Was war der schon noch? Was war der schon wieder? Stirbt in 5 Zügen. Also, hier muss man einfach defensiv spielen, nicht wahr? Einfach defensiv spielen. Karte ziehen. Das machen wir mal so. Dann würde ich sagen... schmeiß das in Stase. Warum kommt das Ding jetzt wieder? Ach, weil es... es kam wieder, weil es... accelerated wurde. Verstehe. Ja. So, machen wir das.
12 Block und das in die Stase. Ging leider einiges an Damage rein. Ein bisschen. Wenn wir mit halbem HP zum Boss kommen, müsste das eigentlich nach wie vor noch passen. Okay, zuallererst Karte ziehen. Polybeam, das müsste ordentlich sein Damage reduzieren. Ich würde ganz gerne das so oder so machen. Ha. Wir können das Ding acceleraten. Haben wir irgendwas um... Haben wir irgendwas... Genau, was Bracen tut. Genau, das hier Braced. Hervorragend. Spiel das demnach mal. Und hau mir... das in die Stase. So, so weit, so gut. Dann spielen wir zuerst den Body Slam. Und er macht immer weniger Schaden. Ja, und schon fast gar nichts mehr. So, gib mir noch ein bisschen Block. Und jetzt ist Ende im Gelände mit Schaden. So, drei Runden noch und dann ist er platt. So, jetzt kommt 50. Selbst wenn er so bleiben würde, würden wir gut. Ja, würden wir es gut überleben. Wir verlieren das danach so oder so, deswegen spielt es nicht so eine Rolle mit dem blöden Typi. Apply one week. Place the Sentry Blast into Stasis. Okay. Gucken, was da alles noch kommt. Wir können schon wieder in... uns zusammenknäueln. So, und jetzt macht er auch nicht mehr wirklich viel Schaden. Ich glaube, den haben wir ganz gut im Griff soweit. Am Anfang... Wenn das Deck mein Fahrt ist, dann geht's einigermaßen. Dauert halt einfach ein bisschen. Apply one week. Ich gehe davon aus, dass es auf den Gegner ist. Nicht wahr? Jawohl. Okay, was ist Sentry Blast? Ach so, das ist immer... Das recycelt sich immer. Verstehe. Verstehe. Vulnerable. Wollen wir das acceleraten? So. Dann. Spiel das da. Ich glaube nicht, dass wir noch großartig viel Schaden kassieren. Ja, Card Draw. Ist immer nice. Will ich das spielen? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Pack das rein. Ich meine, er wird keinen Schaden verursachen, wenn ich das spiele. Weg damit. Und irgendeine Karte da noch rein. Passt. Und wir haben 99. Nächste Runde ist er platt. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das irgendwie wieder überleben. Idealerweise. So, das ist schon mal gut. Dann Karte ziehen. Was geht in die Stase? Denk mal den Strike. Der interessiert niemanden. 23 war, das ist viel. 23 ist viel. Krieg nur 13. Das
ein bisschen ätzend. Wir können auch nicht acceleraten. Das ist das Problem. Also müssen wir versuchen, Schaden zu machen. Es reicht. Es müsste reichen. Spielt, glaube ich, keine Rolle, was ich hier nehme. Weil es so oder so nicht passiert. 23. Okay, wir kriegen 3 Schadenspunkte rein. Ich denke, das ist durchaus akzeptabel. Das sollten wir überleben. Und tot ist er. Fantastisch. Energietrank. Ist nicht upgegradet. Deswegen nehme ich das nicht mit. So. Letzter Boss. Mal gucken, wie das läuft. Erhalte 2 Energie. Ich glaube, das brauchen wir am Anfang gerade nicht. Erhalte 2 Geschicklichkeit. Ich meine, es ist der letzte Boss. Warum sollten wir die nicht trinken? Also, womit fangen wir an? Was in die Stase bringen? Goblin Champion. Naja, immerhin gibt es ein bisschen Card Draw. Ich weiß nicht, ob ich den acceleraten möchte, aber ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Er macht nicht mal Schaden. Überraschenderweise. Macht er nicht mal Schaden. Ach, jetzt kommen seine blöden fiesen Typen. So, da ist der Goblin Champion. Der kann direkt weg. Sentry Wave. Machen wir nachher. Was haben wir ins Stase rein? Die Dornen? Brauchen wir, glaube ich, momentan nicht. So, dann machst du da 6. Oh, jetzt haben wir einen Brennen. Mist. Ja, das ist unschön. Das wird uns ziemlich Schaden reinhauen. Ja. Autsch. Was zur Hölle ist das hier? Was mit dieser Karte? Warum? Ich verstehe nicht, warum die jetzt plötzlich so leuchten. Brace 10. Spiel das. 1 week. Ich meine, wir kriegen jetzt keinen Schaden rein. Von dem her, das ist schon mal gut. Was will ich kopieren? Wahrscheinlich dieses Ding. Curl up. Das Brennen können wir nicht spielen. So, ich würde sagen, das läuft einigermaßen. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie das Ganze einigermaßen überleben. Er hat halt seine fiesen Dinger. 6 Schaden vom Blitz. Ja, sein Schaden kommt primär von den Dingern. Aber wir dürften diese Runde keinen Schaden kassieren. Da wäre nochmal ein Body Slam. Was spielen wir zuerst? Immer das hier. Dann einmal Stase. Kannst direkt da reinpappen. Weitere Dexterity. 13 Block. Body Beam. Body Slam. Und das kannst du auch spielen. So, und in der nächsten Runde kommen wir dann wahrscheinlich direkt wieder in den Mode rein. So, und er macht 16 plus 6 sind
22. Okay, das reicht locker. Damit fangen wir so oder so an. Apply weak. Ist auch nice. Mach das mal. Einmal Dex, Card Draw. Schmeiß den da rein, dann wird er zumindest günstiger und wir können ihn gratis spielen. Hooray dafür. So, der Rest bringt mir jetzt gerade nichts, leider. Aber der Gegner ist fast platt. Von dem her, das ist schon mal gut. Das Ding kriegen wir nicht, den Goblin-Typi. Vier. Das ist Brace 3. Erstmal Karten ziehen. Noch eine Karte ziehen. Kriegen wir die 4 nicht irgendwie weg? Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Brace 3. Uah. Okay, da ist ein Body Slam. Die 11 Block spielen wir natürlich zuerst. Naja. Gehen wir rein. Und gut ist. Den können wir auch spielen. Warum nicht? Hat Schaden gemacht? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Wenn ich ehrlich sein muss. So, den Goblin-Typi kannst du direkt wieder wegschmeißen. Kriegen wir noch ein bisschen was an Block hin? Was geht in die Stase? Du gehst in die Stase. Weil ich dich momentan nicht brauchen kann. Das hat er 15 Damage. Wir haben nur Schadenskarten auf der Hand. Ja, das wird nicht reichen. Das wird leider nicht reichen. Oh. Trink das. Body Slam. Den blöden Goblin-Schaman kannst du auch direkt wieder spielen. So, nächste Runde können wir wahrscheinlich wieder in die defensive Haltung gehen. Oder beziehungsweise ihn einfach töten. Wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. So, genau das. Defensive Haltung. Ja. Accelerate das. Und tot ist er. Ich hätte eigentlich noch den Body Slam spielen können. Oder wollen auch. Aber das ist sich nicht mehr ganz ausgegangen. Nun gut. Hooray dafür. Wir haben es geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass wir mit diesem Deck bis zum Ende durchkommen. Ich hätte es echt nicht gedacht. Aber die Tränke haben uns, glaube ich, noch so ein bisschen den Arsch gerettet. Da halten wir das Herz wieder hoch. Yay! Also der Charakter war wesentlich schwieriger als der Schleimboss. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Es gibt ja noch zwei andere. Aber, meine Lieben, das gucken wir uns dann in der nächsten Episode an. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund. Euer Northgate.